Du, 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 du. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Leute. Heute zum Sonntagsspecial. Wir haben heute Morgen 45 Minuten ungefähr Zeit, dann gibt es um 1 bei mir Mittagessen und ich habe gedacht, wir hauen hier mal eine Sendung rein und legen direkt los. Da wir immer noch in der Länderspielpause sind und genau, wir legen sofort los. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Supertalent. Aktueller Vertrag läuft noch lange genug, okay. Mitarbeiter, ja, machen wir alles später entscheiden. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall bis jetzt ein schönes, schönes Wochenende. Und ach so, genau. Ja, wir hatten ja hier neue Players verpflichtet. Richtig, da war ja was. Nur wächst am 1.1. Zack, zack, zack. Und hier, da. Das ist so. Ich muss mal kurz im Stream gucken, ob alles gut klappt. Entschuldige, entschuldige, entschuldige. Ich muss kurz in den Stream gucken, ob das klappt. Jetzt steht schon wieder zuletzt. Da. Erstmal einen Schluck Kaffee. So. Müsste hinhauen. So, wir haben auf jeden Fall hier zwei dicke Angebote rausgehauen. Einmal für einen OM, der auch hier Stürmer spielen kann. Ablösefrei, versteht sich natürlich. Und upala, falscher Knopf. Drück auf den Knöpfchen. Und für einen sehr jungen ZDM oder ZM hier finde ich auch. Ja, ich hoffe, es ist Algerier. 11 Nationalspiele gemacht. Das könnte auf jeden Fall was werden. So, Transferfenster schließt nämlich auch gleich. Hoffentlich kriegen wir die eingetütet. Das wäre natürlich richtig klasse. Das wäre wirklich klasse. Das wäre klasse. Union Berlin bietet Ayoza Perez Kontakt nach Vertragsende an. Ja. Okay, haben wir nichts mit zu tun. 19, ja, die eigentlich können die da alle spielen. Ach so, Adonas, ja stimmt. Dem hatten wir ja, glaube ich, auch einen Vertrag angeboten. Ja. Hoffentlich kriegen wir da ein oder zwei. Das wäre auf jeden Fall richtig gut. Das wäre wirklich richtig knorke. Leute, ich habe ein bisschen Bock auf Musik. Mal ganz kurz hier, seid mir nicht böse. Ein bisschen Musik. Denn Musik am Morgen, oder was heißt morgen? Vertreibt Kummer und Sorgen. Johannes schließt intensiv kurz ab, auch schon mal gut. Union befindet sich in Verhandlungen mit Haguchi, auch gut. Yannick Stein. Angebot, warte mal. Wer ist denn Yannick Stein? Ach so. Okay. Nee. So, weiter, 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 weiter. So, genau, ich wollte ein bisschen entspannte Musik für uns machen. Was haben wir denn hier? Ich guck mal ganz kurz. Glaube hier, das war ganz cool.
So, da, zack, zack, zack. Eieiei, wie sehe ich denn hier wieder aus? Gerade eben O4 standen. Ich hoffe, die beiden drei Transfers gehen über die Bühne. Das wäre legendär. Ich sag's euch wirklich, es wäre Hammer. Ist ja wirklich cool. Es wäre richtig cool. Ach so, ich habe ja übrigens, für die, die es noch nicht wussten, habe ich jetzt Alerts unten im Channel. Was machen wir denn hier? R&B, Hip-Hop, Pop, Latin, Jazz. Moin. Oh. KJ10, stimmt. Ja, entschuldige bitte, ich bin gerade eben erst aufgestanden. Aber natürlich. Kommt sofort, kommt sofort. Bodenlos sowas. Bodenlos. Bodenlos. Nein, du hast recht, stimmt. So, natürlich. Zack. Hier, was ist denn los hier, Herr Manager? Haben wir auf einmal hier drei, vier Spieler aus dem Hut hier zaubert oder was? Was ist denn da los, du? Einfach mal Kontakte spielen lassen, sagst du? Läuft, läuft, läuft. Ja, mir gefällt der sehr gut. Echt, also. Ich suche übrigens ein paar Leute, um zum Zocken mal. So, zugesagt für heute Abend. Daumen nach oben, Baby. Gefällt dir denn nicht, oder was? Also ist nicht so dein Ding, sagst du, oder? Also ich finde den echt nice. Ach so. Was haben wir? Oder hier, machen wir hier irgendwie sowas mal. Wir spielen mal einfach was ab. Ach so, okay. Ja, hoffen wir mal, dass das was wird. Ja, EA-Manager, moin Noval, ich grüße dich, hi, schönen guten Morgen. EA-Manager liebe ich auch, aber ich habe das Problem, und das habe ich noch nie in den Griff bekommen, ich habe immer diese scheiß Abstürze. Das ist richtig nervig. Die Spielstände funktionieren auf einmal nicht mehr. Also, einfach nervig. Ich habe tausende Videos geguckt, was man machen kann, was man, warum, weshalb, wieso und das ist so nervig. Dann spielst du da 5 Saisons, bist voll geil drinne und dann geht's auf einmal nicht mehr. Oder er stürzt immer wieder an derselben Stelle ab und deswegen habe ich dem EA-Manager den Rücken gekehrt, weil das macht echt gar keinen Spaß. Da steckst du keine Ahnung, 300 Stunden rein, auf einmal geht's nicht mehr und ja, mich mit so vielen Leuten schon damit auseinandergesetzt. Ja, krass. Normal sitze ich da im Bademantel. Hallo? Was ist das denn für eine Frage? Sigi! Ist so. Jetzt gibt es nur noch Saga Manager. So ist es! Einen wunderschönen guten Morgen übrigens an euch. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe was ganz Entspanntes hier für heute Morgen angemacht. Und was ganz wichtig ist, was sagen wir, das ist jetzt wieder nicht drin hier. Bademantel, ich brech zusammen. Sega. Jekyll bald bei RB Leipzig Trikot. Ja, da können die aber richtig Kohle aus dem Kessel ziehen. Sag's euch. Richtig Money, Money, Money. Wir öffnen Spekulation. Nee, will ich nicht. Da halte ich mich bedeckt. Das ist genau wie KJ10. Der sagt auch nie was zu Transfers. Auf einmal sind die Spieler da. Auf einmal ist der Transfer da. So einer ist es nämlich. Wie KJ10. Ist wirklich so. Bademantel, Angelhut. Und es wird jetzt demnächst was. Es wird jetzt nächsten Monat werden ein, zwei geile Verlosungen kommen und so ein paar Spiele und so, wo ihr Dinge gewinnen könnt. Hammer. Ich freue mich drauf. Ist alles schon in Planung. Es wird gut. Es wird richtig gut, Alter. Richtig geil. Dann wird es jetzt demnächst Highlights-Videos geben. Ich habe jetzt demnächst mal. Also, ich habe jetzt sozusagen fast meinen eigenen Cutter. Richtig cool. Ich freue mich. Ich freue mich echt, also
Was ist das? Was ist das so hier? So, Bischofs F Bischof. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? So muss das. Bad Boys for Life, Leute. Aber den Song gerade finde ich hier richtig scheiße. Was ist das denn hier? Wanderlust? Oh. Was habe ich denn hier angemacht, ey? Ihr könnt mich wieder kreuzigen. Ich glaube, ich mache das mal hier. Das hört sich gut an. Oh Gottes Willen. Nein, weiter. Ich glaube, das war ganz cool. Da ist er. Täuschert über voll. Er freut über die Vertragsunterschrift und freut sich, seine Kämpfe-Union zu beginnen. Yeah! Deutschland, nächste Niveau, 8 Tore, Stoßstürmer, passt. Kaderregistrierung. Da sind unsere beiden Neuner, sind angekommen. Einmal Sanogo und Teuschert. Ersatz für... Wo sind die anderen beiden denn? Sind schon weg? Achso, für Behrens und Michel. Alles klar, alles klar. Ich wünsche dir einen guten Hunger. Was gibt's denn Gutes bei dir? Bei uns gibt's Pizza, wir haben eben Pizza bestellt. Christian Teuschert, so. Kriegt ihr denn hier für eine Rückennummer, der Boy? Der gute Boy, der gute Boy. Will der 6, was hat er gesagt, 36 sein? Naja, dann kriegt ihr 36, der Schnuggel. Natürlich. 16 kriegt unser Supertalent, der Malik. Malik. Leute, ich bin richtig heiß. Ich sag's euch, dass wir werden jetzt in der Rückrunde werden wir Gas geben. Wir werden richtig Gas geben hier. Einfach mal, Kaio 10 sagt immer, einfach straffen. Einfach richtig zusammen straffen. Ja, können sie haben, den Behrens. Auf jeden Fall. HSV wegen einer Reihe von Öfzen angefragt. Nee. Nee, das nicht. Das ist kacke. Nee, den will ich nicht abgeben. Aber der, das ist gut. Ja. Monatliche Gebühr bei Einsatzzeiten. Kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld. Kurz mal abchecken, wie laut die Mucke ist. Bei mir hängt der Stream immer in letzter Zeit auf meinem Handy. Bei euch läuft's aber gut, oder? So, ist nur die... Ja. Mach mal annehmen. Er kann weg. Tschö, Herr Behrens. So, Kareshma. Ja, hat geile Stats. Hat richtig geile... Steak mit Pommes. Boah, Alter. Noval. Hardcore. Läuft. Geiles Fressen. Einfach richtig reinballern mal. Mit dem Kader Union zu verbessern. Haben wir doch schon, ja. Stürmerproblem ist erledigt, meines Erachtens. Aber dass hier auf meinem Handy der Stream überhaupt nicht mehr läuft die letzten Tage. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Naja, ist dann so. Die Union darf neue Spieler für die Bundesliga melden. Den hätte ich eigentlich gern zurück. Und am liebsten hätte ich hier Tim Schleinels. Ah, nee. So. Und das ist auch so bitte, dass der Jekyll sich verletzt hat, ne? Da könnte ich im Strahl mich übergeben, Leute. Das ist so ein richtiges, typisches Ding. Warum? Zeitpunkt, bald zu Ende, aktuell Vertrag noch 6 Monate. Ach so. Ja, aber will ich eigentlich verlängern, ne? So ein Ding ist das nämlich. Machen wir das doch direkt. Machen wir das doch. Dann machen wir das doch direkt. Playlisten hier. Eieieiei. Ergänzungsspieler. Level live einfinden. Ja, finde ich gut. Machen wir. So, dann 4 Jahre. Finde ich auch gut. Der ist nämlich erst 18.
Ja, sieht alles gut aus. Machen wir. Eigengewächs, bloß nicht verlieren hier. Wichtig. Ja! Ja! Da ist er. Hisham Boudaoui. Leute. Guckt es euch an. Algerischer Nationalspieler. Neuer Sechser. Geil. Geil. Geil, Leute. Nice. Nice. Finde ich gut. Ich wollte eh noch mal kurz gucken. Hier, Spieler in Reichweite. Bevor wir das Kapitel nämlich jetzt... Jetzt ein Braffheit. Kennt ihr den noch? Guck mal hier. Der hat bei Bayern und so gespielt. Von Louis van Gaal. Ein Transfer. Komm, gehen wir mal ein bisschen hier in die... Mal ein bisschen Gas geben. Hier mal ein bisschen Ragnar Klavan. Auch ein altbekannter... So, aber wie ich wollte gucken. Machen wir mal alle. Kommen wir mal ein bisschen hier in die Vollen, ne? So. So links ist es nämlich. Dann. 6 Monate auslaufend. Haltet euch fest. Was haben wir da? Boah, das sind einige. Boah, Timo Horn, der Killer. Jetzt gehen wir ab, jetzt gehen wir ab. Jetzt gucken wir uns das hier richtig schön an, die Schneckchen. Erstmal auf die Fähigkeiten. Vielleicht kriegen wir den ein. Boah, Timo Horn, ne? Weil 29. Timo Horn feiere ich richtig. Das war ein Kölner, aber... Weil der ist schlechter wie, also es ist schlechter, aber wie unser Ronoff. Ronoff ist 30. Ja, das ist halt so ein Ding. Man könnte jetzt verpflichten, um dann zu verkaufen, ne? 36, Baumgartel. Ja, ist halt auch ganz schön old. 32. 29 haben wir Timo Leibold. Haben wir den Pushers halt links, ne? Brauchen wir also eigentlich auch nicht. Müssen wir auch ein bisschen, müssen das Geld ja jetzt nicht aus dem Fenster schmieße hier. Ansonsten ist hier auch gerade nichts wirklich Cooles, ne? Haben wir den da nur eingestellt? Oh, ist ja gerade das Alter. Ist ja hier. Mein Zack. Jetzt aber. Ab der Fisch. Das sieht doch schon mal ganz anders aus. Timo Horn. Arne Meyer. Auch wieder zentral. Gibt es hier nur einen zentralen Spieler oder was? Was ist denn hier? Aha, auch wieder defensiv. Ne, haben wir jetzt genug. Aber Arne Meyer ist eigentlich so ein interessanter Boy, ne? Weil der halt, kommt halt aus Deutschland, kennt die Bundesliga. Ja. Eldio Nussi. Ich glaube, der hatte auch mal... Nee. Ich bin der Meinung, der hätte mal... Auch für... Für einen Bundesliga-Club gespielt. Komisch. Naja, ich täusche mich wohl. Ja, nee, den Jovetic will ich nicht, der ist zu old. Tschubu. Kovnatski. Hier ihn, den Marco Pfeiffer. Die alte Pfeife. Aber der will nicht, der will nicht. Warum will er denn nicht? Finde ich ein bisschen blöd. Nervt mich. Vorgeschobener Spielmacher. Ist eher definitiv Flügel. Ne, haben wir jetzt ja einen. Haben wir einen. Schubo. Hier haben wir den IV. Dem haben wir schon ein Angebot gemacht. Kovnatski. Ist halt so ein Boy, ne? Wo man sagt so. Ja, kann gut gehen. Kann aber auch schief gehen. Tja. Oh, was haben wir hier? Was ist das denn hier für ein Talent? Das denn hier für ein Talent, da? Jakob Christensen.
Das sieht nice aus eigentlich. Was hat der denn hier? Das sieht echt nicht schlecht aus, ne? Ja. Das sieht nicht schlecht aus, meine Freunde. Ich bin mal ganz kurz für 5 Minuten weg. Ich muss mal ganz kurz an der Tür. Bis gleich. Ich beeil mich, nicht abhauen! Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Zack. Ich bin wieder da. Die Villa ist leider so groß, dass ich immer 5 Minuten brauche, um da durchzulatschen. So. Zack, 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 zack. Wir machen weiter. Hier. Kompletter Verteidiger. Der ist nämlich hier auch ein interessanter. Aber ich muss mal echt mal kurz mal reinhören. Dalay Sink. Wie heißt der? Links, ne? Pushers ist natürlich ein bisschen besser. Aber wir haben halt auch Pushers. Wenn er jetzt beide Seiten spielen könnte, wäre noch geiler. Ist das Valentin Antonov? Mhm. Ist halt auch noch ein... Das ist ein geiler Typ, den finde ich cool. Ja. Möchte ich auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Bulgare, Nationalspieler. 23 finde ich nice. Aber da haben wir die Kohle nicht, ne? Oh, da haben wir die Kohle nicht. Ja, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht machen. Ja, haben wir das Geld nicht. Wir sind arme Kirchenmäuse, Leute. Tja. Wir gucken jetzt mal, was haben wir denn hier, wenn wir das Potenzial mal hier. So. Aber, ja, wir haben kein Geld mehr. Das ist es. Müssen weitermachen.
Wir haben kein Geld mehr. Da ist er. Gut. Wir haben Hisham verpflichtet. Sehr stark. Hisham ist safe. Und jetzt ist auch noch Knoche verletzt, glaub's nicht. Noch keinen Scheiß hier, echt. Mein Stream ist echt nur am Hängen auf meinem Handy. Ich will noch nur mal kurz gucken, wie der Sound ist. So ist besser die Musik. Ja, so ist besser. Okay. Es war ein bisschen laut. Warum habt ihr denn nichts gesagt, meine Hübschen? So, über positive Kaderstimmung, tolles Pressing, mögliche Leistung, Updates, wir sind heiß, wir sind richtig heiß. Perez fordert Problemgesetz und gebt bitten. Aha. Vielleicht bleibt er da. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ja, Herr Behrens, komm, geh weg. So. Knoch auch verletzt jetzt. Natürlich super geil. Da ist er. Unser Täuschart. Kommt auf jeden Fall, kommt er hier auf die Bank. So. Täuschart. Haben wir denn überhaupt noch einen anderen IV? Ja. Nee. Doch, den Leitl, ne? Machen wir den Leitl mal rein hier und. Genau, hier Malik Sanogo. Ich frag mich allerdings. Ach, der ist jetzt bei uns, geil. Ja, ey Leute. In die erste Mannschaft verschieben. Da ist er. Leute, unser Supertalent. Da ist er. Ach, dem, warte, ich muss dann kurz den Kader nämlich neu registrieren. Alles besser. Ist er denn jetzt drin? Ich muss mal kurz gucken. Aber manchmal. Aha, da. Boah, da hätten wir jetzt richtig gepennt. Das hätte wehgetan. Und ich will noch hier. Den anderen noch. Hier. Alejandro. Ja. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen rechts und links. Nehmen wir direkt mit. Könnte US-Nationalspieler werden. Wir setzen hier auf jeden Fall auf die Jugend. Ich sag's euch so, wie es ist. Verfügbar natürlich hier 90 Minuten. Oh Mann, ey. Boah, manchmal hüpft das so schnell weg, ne? Jetzt. Oh. Taktik, genau, zack. Auf jeden. Ach so, genau. Registrieren. Sonst haben wir nämlich ein großes Problem hier. Zack. Okay, ist er jetzt. Tobias Gulliksen. 5 Millionen. Ist ein Wunderkind. 5 Millionen haben wir für den bezahlt. 5 Millionen. Und er hat jetzt einen Marktwert. Das ist verrückt. Ein Marktwert von, sag ich euch, 16,5 bis 20. Das ist krank. Krank. Und er wird auf jeden Fall auch auf unserem Flügel spielen. Stammi. Er ist Stammi jetzt bei uns. Er ist Stammi. Kareshma muss weichen. Gulliksen! Oh, ich freue mich so. Ich freue mich. Leute, es wird, ich sag's euch so wie es ist. Es wird eine geile Rückrunde werden. Viele frische Leute. Echt, also. Das wird was. Es wird Spaß machen. Wir werden Spaß haben. Wir werden richtig Spaß haben. Passender Sound gerade. Geil. Geil. Ach übrigens. Oh nein. Huch, falscher Knopf. Ich doch gar nicht. Den wollte ich hier. Den wollte ich haben. Kaffee. Verrückt.
Ich hab so Bock. Die SV Bietenstein Kontrakt nach Verlauf. Ja, ist dann so. Bournemouth bietet Tchoubomoteng einen Vertrag an. Okay, JD Müller haben wir nichts mit. Was ist mit dem Schließtrainerlehrgang ab? Oh, Haberer. Ein Trainerlehrgang. Ein Trainerlehrgang hat er gemacht. So, so. Ich bin heiß. Oh, ich bin so gespannt, wie Gulikin und Sanogo einschlagen. Ne? Vor allem jetzt erstes Spiel gegen Dortmund. Ey, das ist egal. Wir werden Ausrufezeichen setzen. Wir werden punkten in gegen Dortmund. So ein Ding ist das. Ich sag's euch. So ein Ding ist das nämlich. Ja, so ein Ding ist das. Becker, Lino. Baumgart wäre halt natürlich auch noch. Müssen wir eh mal gucken. Baumgart hat eigentlich immer geile Spiele für uns gemacht. Baumgartel. Entschuldige, Baumgartel. Nicht Baumgart. So. Vorbereitungsspiel. Ab der Fisch. Wir haben noch kurz, wir haben noch Platz für den und für Jonas. Genau. Auch sehr wichtig. Und jetzt gehen wir zum Spiel. Aufkontrolliert. Wir machen ohne Highlights. Ist ja nur, wir wollen nämlich schnell zum Dortmund-Spiel. Ist ja ohne. Ist nur, dass die Jungs ein bisschen warm werden in den Knochen. Hier machen wir auch keinen großen 3-3-3. So. Anstoß. Sanogo und Gulikin, das erste Mal für uns. Weil jetzt beide Kreuzbandrisse oder so. Sanogo. Becker. Gulikin, da ist er das erste Mal. Da ist er. Ja. Yeah! Leute, wir werden alles rocken hier jetzt. Unser Supertalent. Er stand da, wo er stehen muss. So ein Ding ist das. Leute, Leute, es geht ab. Erste Minute Gulikin. Ich bin so heiß auf das Dortmund-Spiel. Ich bin so heiß. Sanogo, unser nächstes Talent. Ich sag's euch, da ist er. Sanogo. Komm, komm, überspringen. Überspringen die Scheiße. Wir wollen nach Dortmund. Wir wollen nach Dortmund. Gulikin Sanogo. Ich hoffe, wir werden das öfter lesen, die Saison. Oh, schöne Parade vom gegnerischen Torwart. Muss man ja auch mal sagen, ne? Du, der Gentleman mit dem Gulikin. Oh. Wir werden so Spaß haben mit denen. Ne? So Spaß haben. Haberer, Gulikin, da ist er wieder. Übersteiger Okocha. Gulikin Power. Oh, Gulikin, da war er wieder mit dem Kopf sogar. Ist er auch noch Kopfvollmaschine oder was? Weil wir haben ihn gekauft und wir haben ihn direkt da gelassen in Norwegen. Und er ist Spieler des Jahres geworden mit 19 und Jugendspieler des Jahres. Also mit 19 Jahren. Das ist einfach verrückt, muss man sagen. Das, und da habe ich einfach richtig gepokert und da habe ich einfach wirklich. Elfer, ey! Elfer! Haberer? Haberer, da ist er. Der Haberer, der Haberer, der Haberer, Haberer. Haberer. Da müssen wir einfach mal ganz kurz, müssen wir mal ganz kurz für die Jungs hier, auch für die ersten 36 Minuten, ne? Ist zwar nur Spandau, aber trotzdem. Sanogo! Sanogo! Sanogo. 11 zu 0 Schüsse. Geht's ab, hier geht's ab. Leveling, Baumgartel, Sibachuk, Gisele, Haberer, Gulikin. Leveling, was ist denn da los, ey? Geil. Also hier, ja. Einfach loben die Boys, einfach loben die Boys. Darf sich nur keiner verletzen. Gulikin, lauf doch mal da einen halben Meter, du! Sanogo. Ei, 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 was sehe ich da? Einen Stürmer. Oh, ich hoffe, Sanogo. Leveling. Gulikin. Das wird unser neues Todesdreieck da vorne.
7-0, 7-0, das scheint zu funktionieren. Aber... Hat er das gesehen, wie er den reingemacht hat? Er hat das, glaube ich, so Hacketor, ne? Hacketor? Hacketor? Ich glaube Hacketor. Hacketor. Nee, doch nicht. Aber... Schön angenommen. 8-0 hier, was ist denn nicht? Alter, was ist denn... Das ist ja verrückt. Wir wechseln durch. Ich habe gar keinen Bock, dass hier irgendeiner verletzt. Habe ich keinen Bock und kein Nerv für. Ist so, wie es ist. So. Bouchards rein. Leitl rein. Hasebe rein. Topsi! Nein. Achso, jetzt hätte ich fast was getan. Obwohl... Doch. Falco! Siba Choi. Jonas für Trimmel. Täuschert für Gulliken. Wen haben wir noch? Leveling, ne? Machen wir so. Ja. Pressender Stürmer. Ja. Zack. Boing. Ab der Fisch. Einmal durchwechseln hier. Oh, wir sollten auch vielleicht auf Play drücken. Good morning in the morning. Akushi. Falcao. Ich versuche Falcao echt nochmal in die Spur zu bringen. Ich will den nicht aufgeben. Der könnte unser Top-Joker werden. Also richtig so Joker. Alten Boy, aber wenn du den dann immer mal zur 80. bringst, brauchst du so ein Ding, dann einfach rein da. Oh. Täuschert, Vorlage, Tor, Falcao. 10-0 gegen Spandau. Was ist hier los? Was ist los hier mit den Leuten? Was ist denn los? Kann man nochmal loben da, die Boys, ne? Auf jeden Fall geile, also, ja. Man soll den Tag nicht vor den Abend loben, klar, aber 10-0. Sah alles gut aus. Aus dem Stand haut er da so ein Ding raus. I am Beast. Oh, fast ging er rein. Jonas und Jordan. JJ, das könnte was werden da rechts. So, meine lieben Freunde, das Spiel gegen Spandau haben wir mit 10-0 gewonnen in der Vorbereitung. Wir haben 1:15. Es geht jetzt rüber zu meinen Großeltern. Mit denen schön Mittagessen. Und ich sag mal, ihr seid genauso heiß wie ich auf das erste Rückrundenspiel gegen die Borussia Dortmund. Deswegen schaltet ganz schnell beim nächsten Mal wieder ein. Es kann sein, dass es heute Nachmittag wird. Und spätestens morgen. Und guckt euch Gulliken und Sanogo live an. Ich sag's euch, das wird der Burner. Das wird unsere Rückrunde. In dem Sinne, euch erstmal einen schönen Sonntag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ach, und im Übrigen, bevor ich hier ganz abschalte, ich weiß, ihr hört mich ja noch. Denkt dran, zum Schluss immer auf Wiedersehen sagen. Tschüss.